Ja, 5:2 Sieg und damit dem Aufstieg klar gemacht. Sie haben es ja am Mittwoch schon gesagt, also beziehungsweise am Donnerstag, sehr optimistisch gewesen, dass es heute klappen soll. Jetzt hat es geklappt. Erstmal Ihr Fazit zum heutigen Spiel und zur ganzen Saison natürlich. Ja, also das heutige Spiel hat die komplette Saison wieder gespiegelt. Ein Bergauf, Bergab. In der Saison FSV überholt in der Tabelle, dann im direkten Vergleich in FSV verloren. In den letzten 3 Minuten Tabellenführung abgegeben. FSV hat sich halt nicht mehr nehmen lassen, dadurch sind wir dann Zweiter gewesen und haben natürlich dafür gesorgt, in die Relegation zu kommen. Letzten Donnerstag, okay, die ganzen Diskussionen hier bei Schiedsrichter hin oder her, das ist auch aus der Emotion. Trotzdem stehe ich immer noch dahinter. Heute ging es ums alles. Und hat ein bisschen zu verlieren. Und das Spiel heute, also 1-0 führen, 1-1, 2-1 führen, 2-2. Und wir wussten, 2 Tore Vorsprung. Müssen wir uns rausschießen, um sicher zu sein. Ja, das haben wir heute geglückt. Ja, jetzt stand lange, lange Zeit in der zweiten Halbzeit 2-1. Ja. Es gab ja das Thema Mallorca und so weiter. Es sah wirklich lange so aus, als tritt dieses Szenario ein. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Der Mannschaft vielleicht zu sagen, was ist wichtiger, aufzusteigen oder Malle. Ich glaube, da hätten sie mich alle verprügelt, wenn ich gesagt habe, wir canceln jetzt das Ganze mit Malle. Aber ich glaube, da kennen die mich auch zu gut und dann haben sie sich selber belohnt und haben heute gewonnen. Das Szenario wäre schlimm gewesen. Also wir hatten auch keinen Plan für, was machen wir. Hat auch keiner mit der Mannschaft darüber gesprochen. Aber das hätten wir dann wahrscheinlich erst nach dem Spiel gemacht. Aber wir wollen heute erstmal nur die Köpfe frei haben für das heutige Spiel. Jetzt habt ihr es geschafft. Ihr spielt nächste Saison in der Kreisliga A. Euer Ziel ist erreicht. Ich weiß, es ist jetzt sehr weit vorgegriffen. Aber ihr seid Aufsteiger nächstes Jahr in der Kreisliga A, werdet wahrscheinlich als Hattinger Team in die Gruppe A2 kommen. Dieses Jahr nur das Ziel Klassenerhalt oder habt ihr mehr vor nächstes Jahr? Unser Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Märkisch Hatting war lange aus der Kreisliga A entfernt. Ich meine, es sind jetzt 11 oder 13 Jahre, weiß ich nicht ganz genau. Ich meine, ich hätte 11 Jahre gezählt. Ich schaue ein bisschen weiter zurück. Unser erstes Ziel ist es, nicht abzusteigen und weiterhin unsere A-Jugend zu fördern, also unsere Jugendlichen zu fördern. Heute haben 8, 9 Mann waren im Kader von unserer A-Jugend. Und nächste Saison kommen dann nochmal mit Sicherheit 3 bis 5 Spieler dazu. Und das ist unser großes Ziel, unsere Jugend zu fördern. Die Jungs sollen Fußball kicken, die sollen Bock haben. Und das haben wir haben denen heute die Basis für gelegt. Alles klar, dann will ich dich nicht weiter volllabern. Ich wünsche dir eine schöne Aufstiegsfeier heute noch und viel Spaß nächstes Jahr in der Kreisliga A. Dankeschön.